Demokraten, die heute auch da sehr zahlreich sogar heute erschienen sind. Hallo. Ich übergebe das Wort, ja. Ja. Sehr geehrter Herr Dr. Reiners von der CDU, ich habe lange keinen Politiker Ihrer Partei mehr so viel richtiges Reden hören. Und ich würde mir wünschen, dass die Politiker Ihrer Partei, die in Stuttgart mitregieren, die in Berlin mitregieren, so viel Rückgrat und Arsch in der Hose hätten und das Fahrverbot vom Hof wegen. Aber mindestens gebietet es den Anstand eines baden-württembergischen Politikers, wenn das Bundesemissionsschutzgesetz geändert wird. Und zwar so geändert wird, dass es wirklich vielleicht einigen Menschen ändert. Aber es leider auch nur so geändert wird, dass die Menschen in der Landeshauptstadt Stuttgart im Regen stehen bleiben. Dass sie sich darüber nicht freuen, sondern dass sie da weitermachen. Ja, ja. Die Luft in Stuttgart ist so sauber wie noch nie. Und trotzdem werden die Menschen enteignet. Was für ein politischer Irrsinn ist das denn? Und der politische Irrsinn geht dann noch weiter. Was bewirken denn diese Fahrverbote? Was macht es denn, dass Fahrverbote hier sind? Und übrigens, was bewirkt auch nur ein einziges Fahrverbot auf einer einzigen Strecke? Die Luft wird nicht sauberer. Die Umwelt wird nicht geschont. Wir verlagern nur den Verkehr und die Luftverschmutzung von den Hauptstraßen in die Nebenstraßen, von den Autobahnen in die Ortschaften. Und das hilft weder der Umwelt noch den Menschen. Und wir haben heute schon viel über die kalte Enteignung gehört. Und ja, die Menschen werden enteignet. Sie werden nicht nur dadurch enteignet, dass sie ihr Auto weniger nutzen können. Sie werden auch dadurch enteignet, dass ihr Auto weniger wert ist. Was aber noch viel dramatischer sein kann für viele Familien, für viele Menschen, die arbeiten, ist, dass der Dieselmotor insgesamt in Frage gestellt wird. Und erst werden die Zeitarbeitsverträge nicht verlängert und dann werden die Stammverträge nicht mehr hergestellt. Und die Arbeitsplätze sind etwas, wofür wir in der Region Stuttgart kämpfen wollen und müssen. Weil der Dieselmotor ist einer der effizientesten Motoren, die es auf dem Markt gibt. Und wenn die fantasielosen Politiker der anderen Parteien mal ihre Nase nach oben heben würden, dann würden sie sehen, dass man Umweltschutz nicht nur am Motor machen kann, sondern vor allem auch am Treibstoff. Und es gibt heute schon Treibstoffe am Markt, die mit dem Diesel verbunden Klimaschützen, NOx, Feinstaub reduzieren und trotzdem fahren können, und zwar auch dort, wo Fahrverbote anscheinend notwendig sein sollen. Und noch ein Wort zu den Messstationen. Unsere Landtagsfraktion hat gefragt, was es denn bedeutet, wenn wir noch mehr Messstationen brauchen, wenn wir noch mehr Messstationen aufstellen. Ob es denn am Ende dazu führen wird, dass beispielsweise auch die Strecke am Neckartor vielleicht anders bewertet wird, wenn wir merken, dass es eben doch nur ein punktueller Mist ist, und die Luft dort nicht signifikant schlechter ist. Und wissen Sie, was die Landesregierung sagt? Nö, eigentlich wissen wir schon, was da rauskommt. Das ist nicht Politik, das ist Ideologie, gegen die wir aufstehen müssen. Ich fasse zusammen, warum ich hier oben stehe und mit meiner Partei von der Kommune über das Land bis in den Bund herein gegen Fahrverbote arbeiten.
Sie sind nicht ökologisch, sie sind nicht sozial. Sie helfen weder Umwelt noch Bürgern. Und deswegen müssen wir aufstehen gegen die Ideologie, gegen Fahrverbote, gegen die Einschränkung der Freiheit und für Vernunft in der Politik. Genau. Und abschließend an alle, die hier sind und an alle, die noch kommen werden. Wir werden es nicht akzeptieren, dass die Menschen enteignet werden, dass Arbeitsplätze aufs Spiel gestellt werden. Wir stehen an ihrer Seite und wir werden weiter dafür kämpfen, dass endlich mal richtige Entscheidungen von der Politik getroffen werden. Super, Frau Sprenny, eine fantastische, voll in unserem Sinne. Sofort weg mit Frau Sprenny, super.